Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir. Mein Name ist Paulina und willkommen auf meinem Kanal. Wenn ihr mich schon ein bisschen verfolgt, wisst ihr, dass ich wieder nach Hause gezogen bin und nicht mehr in meiner Unistadt wohne. Und das kommende Semester wird bei mir voraussichtlich auch online sein. Und aus gegebenem Anlass, weil ich jetzt wieder hier bin, weil ich meine ganzen Möbel aus Mainz hier unterbringen musste, wollte ich mein Zimmer einfach noch ein bisschen gemütlicher gestalten. Ich habe ja vor einigen Monaten meine Wandfarbe gewechselt. Ich blende euch hier mal so ein Handyvideo ein, wie es vorher aussah. Also es war ganz, ganz anders. Ich habe leider aber keine anderen Dateien mehr. Und genau, jetzt habe ich den Step habe ich sozusagen schon gemacht, aber ich wollte halt einfach noch viele Kleinigkeiten ändern, die ich jetzt endlich mal in Angriff nehmen wollte, um eben so ein kleines Makeover zu machen für mein Zimmer. Und dabei habe ich euch eben mitgenommen. Ich hoffe, das Video gefällt euch und viel Spaß. So, als erstes habe ich euch ein kleines Vorher abgefilmt, also wie bevor meinem kleinen Makeover mein Zimmer aussah und wie ihr seht, war es auch tatsächlich sehr, sehr unordentlich. Als erstes habe ich damit angefangen, mal meinen Schrank wieder zusammenzukleben, weil da die Seitenteile so leicht abgeblättert sind. Und dann ging es ans Aufräumen, weil wie ihr gesehen habt, sah es sehr, sehr unordentlich aus und man muss natürlich erstmal aufräumen, um sein Makeover starten zu können. Ich habe einfach so angefangen, dass ich mich immer auf eine Ecke sozusagen konzentriert habe und alle Sachen, die nicht in diese Ecke gehört haben, einfach nur in die Mitte meines Raumes, also auf mein Bett gelegt habe. So bin ich immer um einiges schneller und effektiver, auch wenn man dann teilweise Sachen dreimal oder viermal in der Hand hat. Aber so ist wirklich für mich am besten. Und ich habe auch meine Schublade ein bisschen aufgeräumt, die hat es mal wieder bitter nötig. Weiter ging es dann mit der Fernsehkommode und auch meinem Schreibtisch. Mein Schreibtisch war jahrelang für mich immer nur so eine Ablage, weshalb ich auch letztes Semester Online-Uni in einem anderen Raum, an einem anderen Schreibtisch geschrieben habe, unter anderem. Ich wollte das aber dieses Jahr oder ja, endlich mal ändern und halt eben meinen Schreibtisch auch ein bisschen anders strukturieren. Das zeige ich euch aber auch am Ende des Videos nochmal. Und dann war ich eben auch schon bei meinem Bett angefangen und habe dann da angefangen, alle Sachen auszusortieren und halt dahin zu bringen, wo sie hin müssen. Vieles mit der Sachen, die in meinem Zimmer rumfahren, sind natürlich Klamotten. Die habe ich dann auch alle endlich mal wieder eingeräumt und halt in die Wäsche gebracht, sortiert. All das.
Und dann war ich eigentlich auch schon fertig. Das hat jetzt vielleicht 20 Minuten gebraucht, aber es tat auf jeden Fall gut, ein schönes Zimmer zu haben. Dann ging es auch an meine erste Verschönerungsaktion. Ich persönlich liebe Lichterketten, habe die jetzt aber seit dem Streichen eben nicht mehr aufgehängt. Deswegen wollte ich das ändern und habe mir Tesa genommen und eine alte Lichterkette, die ich in Mainz noch hatte. Und ich habe dann wirklich erstmal angefangen, ungelogen 40 Minuten diese Lichterkette auseinander zu friemeln, weil ich sie komplett falsch gepackt hatte, obwohl ich der Meinung war, die wäre richtig gut gepackt worden. Sie war einfach nur ein großer Knoten. Aber als ich dann damit fertig war, habe ich sie hinter meinem Bilderrahmen angebracht, beziehungsweise unten am Bilderrahmen entlang, also dass die Lichter außen sind. Das Ganze habe ich dann einfach mit Tesa befestigt und das hat eigentlich auch ganz gut geklappt. Und dann war ich eigentlich auch schon fertig. Und wenn ihr das gleich an der Wand seht, seht ihr auch, wie schön das einfach aussieht. Ich finde, vor allem wenn es dunkel ist draußen oder beziehungsweise im Zimmer, dann sieht es einfach nochmal ein bisschen schöner aus. Aber ich hatte noch richtig, richtig viel Lichterkette übrig und habe das dann eben so übergehend auch noch an meinem Spiegel oben befestigt und halt noch so rüber auf meine Kommoden und so, damit sich das so ein bisschen verteilt. Dann habe ich mir noch schnell mein Beauty Light wieder an meinen Spiegel befestigt. Das hatte ich, glaube ich, jetzt ein ganzes Jahr lang nicht mehr hängen, einfach weil ich nie dazu gekommen bin, es aufzuhängen, auch wenn es innerhalb von 5 Minuten gemacht war. Aber man kennt, glaube ich, diese Dinge, die man immer wieder vor sich hinschiebt. Und das ist halt eben so ein Licht, mit dem man in sehr, sehr guten Lichtverhältnissen sich schminken kann. Ich hatte dann noch eine Lichterkette übrig und eben auch diese Kerzenbehälter von Ikea, die solche Löcher haben. Und ich habe dann eben meine Lichterkette in das eine gefädelt, habe das dann so ein bisschen aufgerollt und bin dann auch rüber in das andere, in den anderen Behälter und habe eben das durch die Löcher dann verbunden und da eben noch den Rest der Lichterkette aufgerollt. Und wenn ich dann das angemacht habe, dann sah das halt einfach so aus, als wäre da eine Kerze drin oder so eine Fake-Kerze. Und ich finde das eigentlich ganz schön und so hatte die Lichterkette auch eine Aufgabe sozusagen. Weiter ging es dann mit einer Erweiterung meines Kallax-Regales. Wir haben damals recht viele Einsätze für das Kallax gekauft und das hier konnte ich bis jetzt noch nicht so wirklich nutzen, beziehungsweise habe ich es nicht gebraucht. Aber ich finde es eigentlich echt ganz praktisch. Das ist einfach nur ein Kallax-Einsatz mit 4 Böden, also so heißt der. Und das habe ich dann eben einfach ausgepackt und aufgebaut. Und als das Ganze dann fertig war, habe ich das einfach nur in mein Kallax-Regal reingeschoben. Also das muss man noch nicht mal festschrauben oder sowas. Das heißt, ich habe das rein theoretisch auch innerhalb von 2 Minuten wieder draußen, wenn ich es nicht brauche. Und dann habe ich eben angefangen, meine Briefablage, die ich so lange unten in dem Kallax stehen hatte, aufzuräumen und dort einzuräumen, beziehungsweise ja, halt einfach zu entleeren, damit ich es endlich los habe. Ich habe tatsächlich dann das Metall später noch rausgemacht, aber das habe ich nicht mitgefilmt. Und weiter ging es dann mit meinem Bett. Jetzt, wo es ja wieder ein bisschen herbstlicher wird und einfach auch kälter abends,
muss bei mir einfach die dickere Decke her. Ich weiß, es ist erst Oktober, aber trotzdem, ich brauche das. Deswegen habe ich dann die Situation genutzt und habe mein komplettes Bett einfach mal abgezogen und frisch bezogen, damit es wieder schön aussieht und ich endlich meine dickere Decke habe. Und was bei mir im Winter auch nicht fehlen darf oder halt wenn es kälter wird, ist so eine Tagesdecke bzw. so eine Kuscheldecke, die dann noch zusätzlich mit im Bett liegt. Und dann ging es auch zu meinem größten und auch liebsten Projekt an diesem ganzen Makeover. Und zwar habe ich diese Metallwand oder dieses Metallding schon etwas länger und habe da normalerweise so Konzerttickets und Karten und Erinnerungen drauf. Und das sieht dann immer sehr, sehr wüst aus und ist total durcheinander. Ich wollte das aber endlich mal ändern und wollte mir endlich mal ein Vision Board erstellen, was ich halt eben auch so vor mir habe, also nicht nur digital. Dafür habe ich mir Bilder bei DM ausgedruckt, habe mir Patafix geholt, Magneten und habe das dann alles erstmal gesäubert. Ich bin dann erstmal die ganzen Bilder, die ich ausgedruckt habe, durchgegangen, weil irgendwie hat es nicht alles so gut funktioniert mit dem Ausdrucken leider. Aber nun ja. Und ich habe die Bilder übrigens von Pinterest geholt und ich habe halt eben einfach Dinge, die ich mir für den so visualisieren möchte oder manifestieren möchte, besser gesagt für die nächsten Monate und auch fürs neue Jahr, habe ich einfach so eingegeben, immer die Suchbegriffe und habe dann meistens einfach nur Aesthetic hinten dran gesetzt. Und somit findet man tatsächlich um einiges bessere Bilder, als wenn man einfach nur die Wörter eingibt. Und genau, da habe ich mir dann eben einige zusammengesucht und die dann ausgedruckt. Ich habe nicht alle verwendet, aber einen Großteil. Und ich denke, ich werde auch zum kommenden Jahr dann auch nochmal das alles aktualisieren. Aber es hat mir auf jeden Fall mega, mega viel Spaß gemacht, dieses Vision Board zu erstellen. Und ich bin dann einfach vorgegangen, dass ich ein paar Sachen eben auch ausgeschnitten habe, die ich ausgeschnitten haben wollte. Und habe das dann alles tatsächlich hauptsächlich mit so kleinen Magneten befestigt, was total praktisch ist. Und dann ein paar Sachen auch noch mit Patafix befestigt, vor allem die Ränder, damit da wirklich nichts abgeht und das alles sicher ist. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mir damit sehr, sehr viel Zeit gelassen und ich bin auch richtig, richtig happy mit dem Ergebnis. Also ich sitze jetzt auch gerade davor, während ich dieses Voice-Over mache und es ist einfach eine sehr, sehr schöne, ein sehr, sehr schönes Vision Board geworden. Ich hoffe natürlich mit diesem Vision Board auch, dass ich vielleicht ein bisschen motivierter bin für das kommende Semester und mir eben meine Ziele immer vor Augen habe, vor allem wenn ich hier am Schreibtisch sitze. Dann war ich tatsächlich auch schon fertig und hier seht ihr jetzt das Nachher. Ich finde, das Zimmer wirkt ganz, ganz anders als vorher. Das kommt vielleicht auf der Kamera auch teilweise gar nicht so gut rüber, aber ich fühle mich jetzt um einiges wohler hier und ich bin auch tatsächlich sehr, sehr motiviert, vielleicht sogar hier mein neues Semester zu starten. Das werden wir dann auf jeden Fall sehen, spätestens wenn der Uni-Content wieder von mir kommt.
Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wollte nur ganz kurz loswerden, weil ich glaube, das fällt ziemlich auf. Ich bin nicht so der große Deko-Mensch. Also ich bin niemand, der sich krass viel Deko kauft, weil ich dafür kein Geld ausgeben möchte. Deswegen nicht wundern, für manche ist das Zimmer vielleicht sehr, sehr kahl immer noch. Aber ich finde es richtig, richtig schön. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und abonniert mich auch gerne kostenlos. Da freue ich mich immer sehr drüber. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal.